Hey Leute, mal wieder ein bisschen World of Tanks. Das ist dann jetzt die zweite Aufnahme. Episode! Entschuldigung. Ist okay mit dem Yannick, der. Ich bin Yannick. Nee. Doch. Die Tomate da hinten ist Yannick. Die auf der Bank liegt. Traurig. Ja, aber wir fahren jetzt erstmal eine Runde Lux. Also er ist noch nicht so weit. Aber das Lux. Kriegt er schon hin. Denn der Lux ist witzig. Letzte Episode war es ein bisschen Mathilda. Jetzt kommt ein bisschen Lux. Und nice. Jetzt kommt ein bisschen schlechter Matchmaker. Ja gut. Tiger 1 IS. IS meine ich. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja. Nicht zu verwechseln mit der Terrormiliz, aber die ist beschissen. Oder so. Der heißt einfach einer Asterix. Nee. Arietix. Arietix. Das klingt wie irgendwie so eine Firma von irgendwas. Ja, das kann sein. Arietix, wir machen irgendeinen Scheiß aus Plastik. Oh, guck mal, das ist der Jagdpanzer 4. Ah, der Panzertoaster. Nein, Panzertoaster ist Panzer PZSFL 4. Ja, aber der sieht auch so aus. Ja, das ist, der wird immer Flatpanzer genannt, also Flachpanzer. Ich meine, guck mal, wie flach das Ding ist. Ach so, oh, fahr, ich bin schneller als du, fahr. Oder so flach wie Janis. Kommen wir überhaupt bei irgendwem durch? Ja, also ich schon. Du kommst bei der Seite vom Jagdpanzer durch, bei der Elke, beim Kommen an der Seite. Komme ich bei den Artis, oder? Kai, beim Chefi und das war's. Moment, wir sind ja. Moment, ist das? Ja, es ist ein Panther. Panther sind immer gut. Jeder mag einen Panther. Und wir können den Chefi trollen. Ja. Chefi trollen. Ich bin hinter dir, ne? Mhm. Ich habe eine andere Kanone drauf als du. Ich habe 95 Durchschlag. Mit dem Röhrchen hier. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Okay, der Chefi ist jetzt gleich tot. So wie das aussieht. Tot. Naja, komm aber trotzdem mit. Wir können dann hier hochfahren. Insofern die da nicht irgendwie also stehen genau so, dass wir da erstmal nicht langfahren können. Aber trollen. Alter, die ES ist ja T7. Ich hab den Tiger P getrollt. Ein bisschen Damage. Indem du den abgeschossen hast? Ja. Hast du den Damage gemacht? Ja. Wie kannst du den denn? Hast du den wirklich Damage gemacht? Ja, an der Seite. Ach so. Aus welchem Land kommt der Tiger P 1? Aus Deutschland. Deutschland. Ah, kacke, da kommen welche von oben. Ich bin bei dir. Ich beschütze dich. Ich beschütze dich nicht, aber egal. Ja, komm einfach mit. Du musst eigentlich mich beschützen. Warum bist du so cool so camouflage und nicht so voll läppsch? Ich hab Tarnung draufgeklebt. Ah, ich will das auch. Das sieht cool aus. Wie kannst du die auch drauf machen? Ich brauch's mit diesem Geld. Ich verkaufe ihn halt ein bisschen hübsch gemacht. Ich glaube irgendwie. Ich mach das aber jetzt noch nicht, denn weil du ja im Moment noch am Sparen bist. Wie viel kostet das denn? Je nachdem, bei Tier 10ern kostet das zum Beispiel irgendwie 20.000. Was? Okay. Ah, Kacke! Ah, daneben geschossen. Das hätte schlimm ausgehen können. Guck mal, dort ist die ES. Oh, ich bin falsch gefahren. Ich bin aus der runtergefahren. Ja, ist nicht schlimm. Ah, da bist du ja. Ich hab's überlebt. Er hat mich nicht getroffen. Wow! Oh, er hat die 29. Ja, das trifft aber auch gar nicht. Oh mein Gott, du Tor. Das ist so witzig. Ich fahre hinter dir her. Na. Die 29 will auf mich schießen. Bin ich nicht gut. Hi, Tor. Tschüss, Tor. Krieg mich auf mich, Tor. Ich bin friedlich, bin nur ein Lob. Wui! Ich fahre ja einfach genauso wie du lang. Ist ein bisschen banal, aber manchmal funktioniert es. Tot.
doof. Der will aber nur auf mich schießen. Finde ich scheiße. Er hat mich schon getötet. Ja. Wow. Ja, überall Schüsse. Ja, aber sie treffen mich. Mach doch hier campen. Würde ich ja, aber die ist, ich bin die ganze Zeit gespottet und hier ist noch irgendwo eine Top. Da ist ein Tiger ein. Der hat nur noch 70 Leben. Da kommt nur 80. Wer macht der denn hier? Und eine Hellcat. Aber er hat die schlechte Gun drauf. Naja, das ist eigentlich nicht die schlechte Gun, das ist die gute Gun. Jetzt ist er weg, jetzt ist er da. Da. Außerdem nicht. Jo, wie viel Schaden macht? Ey, warum fährt der nicht einfach? So, jetzt hier Tempomat reinjauen. Und Umrundungen. Oh, er brennt. Jetzt nicht mehr. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt. Oh. Oh, wie dämlich. Vor allem die Hellcat von oben trifft auch nicht. Das ist so schlecht, Alter. Und die Hellcat ist runtergefahren. Oh, wie ich den einfach trolle. Nein. Oh. Ah, das war geil. Ich hab dem einfach 736 Schaden gemacht. Nice. Oh, das Match ist schon vorbei. So ein Lappen. Ja, die haben gekämpft. Aber das war's wert, das war richtig witzig. Oh, ich hab 36 den Motor beschädigt, den Benzintank, das Funkgerät und die Kette. Mit insgesamt 21 Treffern, die durchgekommen sind. Ja gut, dann mal weiter. Oh. Wir können ja gleich auch noch was Minecraft spielen. Na klar, können wir das. Da habe ich dann auch eine bessere Framerate. Weil mein PC ja dann noch mehr rumspackt mit der eigentlich total geilen Grafikkarte. Aber naja. Mein Vater sagt Wunder der Technik. Und du sagst nur Halt's Maul! Nee, ich sag nur, warum kann das nicht einfach funktionieren? So geht's auch. Nice. Ja, ist zumindest schon mal eine Stufe weniger. Trotzdem. Naja. Ist nicht unbedingt das Beste, ich weiß. Ja, weil ich immer noch die Scheißgun habe. Ja, das auch. Aber du kannst die Adis trollen mit mir. Genauso wie den Lux. Den können wir auch kaputt machen. Und den ELC und das Nashorn und die T67. Wo ist denn da? Ach, da, das sind zwei ELCs. Ja und? In dem Zug. Die sind lustig. Hihi. Üdw, Hunfkindchen, Hirde, Tatingra. Zah. Ja, das ist hier so eine tolle Sprache. Ich glaube Ungarisch, da wo die Fanny frisch Trips herkommen. Da diese klassischen da, die heißt noch Ungarisch. Ach, da bist du. Ich hab nicht gesehen, wo du bist. Jetzt schon. Bumm, es explodiert. Ich bin schockiert. Das war lustig, das hat sich gereimt. Ja, ich werde bestimmt hier mal Dichter. Ja, Dichter, genau, ich werde Dichter. Hast du den Lux eigentlich schon voll aufgerüstet? Ja klar. Ich habe schon den Stufe 10er von der Reihe erfolgt. Ach so. Aber ja, ich brauche noch 5 Millionen Credits, dann habe ich den. Was? Ja, die 10er kosten 6 Millionen. Ach du Scheiße. Dafür fährt man ja T8 Premiums. Yay, ich mache die Sachen kaputt. Ich bin in der Nähe von dir, ne? Mhm. Cool. Ist ja gar nichts. Tote Hose. So, T485. Du hast die HP, du fährst vor. Adi, wuh! So. Hä?
Jetzt kommt Yannick! Zu spät! Einfach! Ah! Fahr weg! Geh weg! Was ist denn da? Komm mit! Wir können jetzt nur schnell hier durch. Aber wirklich ganz schnell, bevor der TE-150 das bemerkt. Denn der hat eine gute Kanone. Der macht 300 Damage. Ja, nur drei. Nein, ich habe eine Kette verloren! Ja, reparier die Kette. Abpraller! Ich bin tot. Mann, wieso muss das über mir passieren? Hey, mir ist es auch gerade passiert. Ich wollte gerade zurückfahren, da hat der Arti noch geschossen. Mistding. Sollen wir denn was Minecraft spielen oder nicht? Wir gucken das jetzt noch zu, auch wenn wir gucken es nicht zu Ende. Warte, wir machen noch ganz kurz eine Runde. Ja, können wir mit dem Panzer 1C fahren? Ja, zum Abschluss. Und bin zum Fun. So, PZ KPFEI Ausführung C. Warte mal. Habe ich den schon komplett erforscht? Ja, hast du. Du hast schon den Lux, das ist der Nachfolger. Ja, schön. Aber ich habe den ja nur mal verkauft. Nachfolger, Holger. Ja, scheiß auf das Funkgerät. Welche soll ich nehmen? Die Mauser, ne? Ja, genau. Ja, die Mauser, welche denn sonst? Mauser EW-141. Oh, jetzt muss ich auch noch Munition kaufen. Ach, die Munition ist nicht so teuer. Weißt du, was übrigens der teuerste Panzer im Spiel ist, um mit Goldmunition vollzuladen? Was? Der Panzer 1C. Echt jetzt? Der ist am teuersten. Nur weil das irgendwie dumm gemacht wurde. Ich meine, es ist nicht irgendwie Jagdpanzer E100. Nein, der macht ja nur 1050 Schaden pro Schuss und so. Nein, es ist ein Panzer 1C. Mit Goldmunition, die gerade mal irgendwie 40 durchlackert. Die kostet 500. Ja, das ist irgendwie fail, ne? Ja. Mein Einstufe 3er ist, also jeder Stufe 10er, 9er, 8er und so weiter sind billiger voll mit Munition zu machen als der Panzer 1C. Also mit Premium-Munition. Also nicht yay. Ja, aber nur bei Premium-Munition. Sonst yay. Yay. That was cheap. Mach vielleicht eine Minecraft-Höhe, dann nehme ich die meine Minecraft Singleplayer-Welt, wo ich da schon relativ viel gebaut habe. Und dann mache ich, könnten wir vielleicht so ein bisschen LPT machen. Wäre doch eine Idee, ne? Kommt ja, eine PSS-Karte und dann machen wir so Nitrado-Server oder wieder noch ein Ziel. Ja, du kannst ja dann auch irgendwie noch irgendwelche anderen, so wie Luis, also in Klammern, aka Hetty 10. Dieser unnötige Name. Oder Lucky. Lucky, aka Yiddle Crafter. Ach, der ist jetzt Yiddle Crafter. Ja. Achso, und der ist ja du Kittle. Ah, okay. Der Zittle oder whatever. Yiddle. That what Giddle said. Oh mein Gott, du bist gerade um einiges besser geworden. Echt? Ja, deine VN8 hat sich geupdatet. Jetzt hast du eine von 106. Was? Was hast du für eine? Vorher hattest du eine von 17. Ja, ich weiß. Ich habe eine von 1224. Bin ich ja nah dran. Ja, du hast ja auch noch keine 1000 Gefechte. Da ist das schon gut. Ja. Das ist schon ein guter Anfang. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich früher, wenn ich nicht Top-Tier war, bin ich einfach mit dem wieder aus dem Gefecht rausgegangen, bevor es überhaupt gestartet hat. Und dadurch habe ich viele tausend Gefechte einfach gar nicht gespielt. Und da ich eh bei meiner Mutter war, das heißt ganz Internet. Du hast aber den guten Motor drin, ne? Ja, ich hatte den besten Motor. Nur das beste Funkgerät nicht. Was heißt du von Suizid? Thanks. YOLO Scout. Wir rushen einfach durch, das wird witzig. Wir können ja Chino Kai töten. Wir können auch den Panzer 1C töten. Ja, dann. Da ist der, da ist der sogar. Dann komm aber mit. Um ich fahr dahin. Ja, ich kenne einen besseren Weg. Nö. Fahr nicht durch die Stadt, da wirst du um einiges langsamer. Na, das ist ein Scheiß drauf. Wenn der eine dahin fährt, kriegt der andere mit. Oh, das ist ein KV-1. Bleib nicht stehen, deine Kanone bringt jetzt nicht so viel in den KV-1. Wir können einfach hier schön chillig durchfahren, unsere Runden drehen. Da ist und der Panzer.
bin ich hier reingekommen? Da ist er! Er steht direkt vor mir! Er kommt allerdings bei dir durch und du nicht so. Ah, jetzt du. Ah, jetzt wollte ich gerade drauf schießen. Er steht vor mir, ich komme nicht raus. Du bist eingesperrt. Nein, warte, ich krieg das hin. Warte, das können wir noch ganz um einiges verschlimmern. Nee! Schieb den mal weg! Ah ja. Abgeschafft. Ich kann ihn nicht wegschieben. Der klebt fest. Ah, jetzt kann ich ihn wegschieben. Cool. Oh, Panzer selbst vor der Fette. Ist aber außerhalb unserer Schießweite. Weil die MGs, die können nicht so weit schießen. Boah, ich hab genau 600 Munition. Alter, vor 1. Und er schießt natürlich nicht. Denn er hat ja sonst keine Hobby. Wenn Stufe 5 auf ihn schießt, schießt auf den Stufe 3er, der gar keine Chance hat, überhaupt bei dir durchzukommen. Ja, ich fahr die ganze Zeit Schlangenlinie und die treffen nicht. Fahr jetzt da durch. Wow. Oh, ein Sherman. Und M4. Schnell, den Berg hoch. Spotting Damage. Hui. Das ist der B1. Machst du dir überhaupt Schaden? Nee. Natürlich nicht. Meine Kanone ist total ineffektiv. Jo, er ist tot. Ja, er ist tot. Das ist scheiße, ich bin gegen eine Wand gefahren. Ah, Kovart. Ah, ich bin ein Kovart. Das ist ein Kovart. Soll ich mal den B1 abschießen? Nein, da kommst du eh nicht durch. Okay. Wir jagen jetzt die Artis, wo auch immer die sich rumtreiben. Ah, guck mal, da ist eine. Komm, die schnappen wir uns. Die grillen wir. Und da ist die andere. Komm, du schnappst hier die Grille, ich die M41. Die Grille rennt weg, die M41. Fühl den Schaden. Ich kann ihn nicht abschießen, weil er jetzt so ein dreckiger Berg ist. Fühl den Weg. Unterstrich the Killer, unterstrich. Unterstrich the. Unterstrich Killer, unterstrich, unterstrich. Ja, immer diese unnötigen Lappennamen. Da ist die Grille. Ah! Ich grille dich! Ja, ich hab's geschafft! Nein, sie schießt auf mich! Bist du? Ich bin so dämlich. So. Ach du Scheiße, da ist ein Haufen Spotting. Alter, ich habe 2100 Erfahrung bekommen. Ich hab 4000. Scheiße. Du hast aber mehr Schaden gemacht als ich. Hey, warum kriege ich dann? Ich habe mehr Spotting Damage, also Schaden durch die Aufklärung. Scheiße. Der KV1 hat einfach 1200 normal bekommen. Der ist ja auch ein Lacker. Der B1 hat gerade mal 7 Erfahrung bekommen. Du bist eigentlich so für einen Anfänger, hast einen richtig guten Account. Du hast keine 200 Gefechte und schon 1200er Wertung. Das ist gut. Für einen Anfänger. Ich hab 46,46% Sieganteil. Ich seh's. Und an 198 Gefechten teilgenommen. Du hast fast einen Krieger gekriegt in der Mathilda. Ja, das weiß ich. Ja. Ja, also ist die Folge nicht jetzt vorbei, Luis? Könnte sein. Wer weiß. Ja, das wär's dann gewesen mit dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal!